Hallöchen, Leute! Ich heiße euch willkommen zu Christmas Ride 2. Einem weiteren super weihnachtlichen, super mega random Flash-Game. Ja, wieder mal keine Ahnung, was mich wirklich erwartet. Deswegen, wir machen einfach mal Lugi Lugi. Ja, wir sehen, ob sich das Lugi Lugi gelohnt hat. Wow! Sieht auf jeden Fall schon mal... Wow, okay. Ich muss Geschenke sammeln. Sieht auf jeden Fall schon mal ein gutes Stück besser aus als dieses andere komische Santa fährt auf dem Dirtbike herumspiel. Steuert sich auch besser. Ah! Ah, Santa! Bleib bei uns! Täusch mich nicht! Yeah, alle 7 Geschenke. Das sind nicht so viele Level. Aber gut, machen wir das zweite Level. Also wenn das mal keine Weihnachtsstimmung aufkommen lässt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter, Leute. Dann fehlen mir die Worte, versteht ihr? Absolut keine Ahnung eigentlich dann mehr. Ich habe ein Geschenk verpasst, aber das ist mir egal, weil Santa ist tot, Santa ist tot, er kommt nicht mehr wieder. Wir haben ihn verloren. Es tut mir leid, liebe Kinder. Das Christkind lebt aber noch. Oh, shit. Okay, alles cool. Da ist das Geschenk. Wundervoll. Nein, nee, den Looping. Das schaffen wir doch nicht. Alter. Der Santa, der ist extrem unterwegs. Level 3. Alter, diese Musik. Warum ist die so catchy? Verdammte Weihnachtsmusik. Wow! Bleib mal ganz geschmeidig, mein Freund. Ganz super geschmeidig. Das schaffst du noch. Ich glaube an dich. Das schaffst du noch. Yes, siehst du? Shit. Voll mit dem Gesicht im Dreck. So schlimm. Aber es ist Musik, die gute Laune macht, oder? Au. Oh, Alter. Voll mit dem Gesicht im Dreck. Wie ein... Wie kleine, dreckige Elfen. Die helfen. Verdammte Helfen der Elfen. Sind die Schlimmsten. Lalala, du, 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 du. Und dann haben wir das Level geschafft. Oh, yeah. Level 4, meine Freunde. Wir kommen gut voran. Oh Gott, die Musik macht mich langsam fertig. Das ist ja schrecklich. Ah! Ich glaube, Santa ist schon wieder tot. Ah, keine Angst, liebe Kinder, der kommt wieder. Der kommt immer wieder. Immer und immer wieder. Jedes Jahr aufs Neue. Das ist das Gute daran. Nein! Was? Ich mag übrigens auch dieses 105 Games Logo oben rechts. Das ist überhaupt nicht irritierend und viel zu groß. Vor allem, weil es auch herumhüpft. Das ist gut, das ist gutes Branding. So macht man das. Und nicht anders. Nein! Santa, enttäusch mich nicht. Ich möchte doch die 100% in diesem Spiel. Also klappt das nicht. Warum hat man jetzt gerade, obwohl ich tot war, das Motorgeräusch gehört? Das war irritierend, aber okay. Ich will ja nichts sagen. Oh Gott, es geht wieder los. Komm schon, Santa! Nein! Bin ich jetzt echt zu scheiße fürs Level? Ich schaff das doch, Leute. Du musst nur ganz feste und dolle an mich glauben. Dann machen wir das. Glaubt ihr auch schon brav an mich? So wie an den Weihnachtsmann. Ich hoffe doch nicht, denn ich existiere wirklich. Wir sagen Gerüchte. Oh, shit! Okay, das war gut, das war gut. Nein! Ja, nein! Ah. Sag mal, wird das Spiel echt gerade ein bisschen zu schwer für mich? Passiert das gerade wirklich? Falls ja, dann buh! Ich war schon mal besser. Hoffe ich. Verdammt. Alter, Santa, du reißt dich jetzt zusammen, okay? Nein? Okay. Alles cool. Wir müssen nur an Weihnachten glauben, dann wird auch alles gut. Fuck! Nein, dieses blaue Geschenk. Das muss doch zu schaffen sein. Die Level sind voll kurz. Ich wollte eigentlich nur ein kurzes Weihnachtsspiel spielen und nicht... Kaizo Santa. Wollte ich wirklich nicht. Ich wollte ein kurzes Spiel spielen. Da können ja jeden fragen, den ich kenne. Niemanden. Und sie werden dir zustimmen. Alle. Ja. Okay, und wir haben genug Schwung. Wow. Okay, jetzt ganz langsam. Ganz langsam bleiben. Oh, shit. Schaffen das. Gemeinsam schaffen wir das, mein Guter. Okay, wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Und?
Ja. Noch ein Geschenk, okay. Yes! Ich bin so gut. Level 5, ich hoffe, es wird nicht noch schwerer. Gut, es war jetzt nicht wirklich schwer, es war nur die eine Stelle, die ein bisschen zu hart für mich war. Wow! Alter! Ich habe die Looping geschafft. Wow! Alter, bin ich gut! Könnt ihr mal sagen, was ihr wollt. Aber ein gutes Mobbelchen, da lernt ihr noch was fürs Leben. Zum Beispiel, wie man Santa mit einem Jetski richtig steuert. Das lernt ihr bei mir. Das und nichts anderes. Lululululu. Nein. Oh. Okay, Konzentration. Wir schaffen das. Fuck. Hey, ich glaube, ich sollte, wenn ich da lande, einfach mal ein bisschen stehen bleiben. So. Kein Gas geben. Wir gehen jetzt in den Rückwärtsgang und dann los geht's. Woo. Alter, das war gut. Das war eine solide Leistung, mein Freund. Super solide Leistung. Das war nicht so solide. Okay, jetzt wieder ganz langsam. Und Schwung aufnehmen. Yes. Davon habe ich geredet, mein guter Santa Claus Man. Davon habe ich... Fuck. Okay, dann eben nochmal. Langsam. Schwung nehmen. Auf die Fresse fallen. Das war mein Plan von Anfang an. Was wirklich? Da können ja auch wieder jeden fragen, denn ich kenne niemanden. Und diese Personen werden euch das bestätigen. Okay. Okay, wir schaffen das. Und? Komm schon, Santa! Santa! Nein! Okay, rückwärts. Bullshit. Einfach Bullshit. Ja, ich sehe schon, das Level, in dem man besser langsam unterwegs sein sollte. Und dann geht das alles von allein. Seht ihr, jetzt bin ich schon wieder zu schnell unterwegs. Das ist mein Fehler. Und jetzt zu... Schaffen wir es jetzt? Jetzt habe ich den Fehler gesehen. Wir legen jetzt den Rückwärtsgang ein. Nehmen Schwung auf und dann... So, wann kann so ein Schlitten überhaupt im Rückwärtsgang fahren? Hinterfragen wir es mal nicht. Wir akzeptieren es einfach als... Gameplay-Element. Ja. Nein, Santa! Gut, dann jetzt wieder am Anfang ein bisschen langsam sein und dann... Was für ein Spaß. Und dann wieder den Rückwärtsgang einlegen. Und dann geben wir Gas. Und wie spaßig. Ich raste ein bisschen aus vor Freude. Und jetzt haben wir genug Schwung. Haben wir nicht? Doch haben wir. Okay, alles cool, Leute. Ihr müsst euch keine Sorgen um den guten Moggy machen. Denn der Moggy, der hat alles unter Kontrolle. Fuck! Wir schaffen das. Warum habe ich hier an einigen Stellen solche Probleme? Es sollte eigentlich nicht so sein. Das spricht nicht gerade für meinen Skill in Videospielen. Tut's wirklich nicht. Nein, au. Alter, es muss doch zu schaffen sein. Es muss doch irgendwie schaffbar sein. Santa, täusch mich nicht. Ich enttäusche dich doch auch nicht. Ich war immer ein braver, artiger Junge. Mein ganzes Leben lang. Jetzt tust du mir das an. Woher kommt diese Wut, die sich in dir aufgestaut hat? Womit habe ich das verdient? Sag mir womit. Ich werde es wieder gut machen. Ich hab gelogen. Hasse dich. Kommen wir darüber? Nein! Oh, fuck! Dann nochmal. Langsam habe ich keine Lust mehr, Leute. Langsam verliere ich die Lust an dem ganzen Spaß hier. Ich wollte schon sagen Schwachsinn, aber das ist ja kein Schwachsinn. Ich versuche hier Weihnachten zu retten. Fuck! Komm schon. Das ist das vorletzte Level. Kann nicht sein, dass ich jetzt hier so verkacke, oder? Ich meine, es kann sein, aber es sollte nicht sein. Und, das war gut. Super solide. Das war super solide, mein guter Freund. Und das wird noch viel solider gleich. Und zwar jetzt, weil wir genug Speed aufnehmen und... Yes! Alter, bin ich gut! Okay, Leute. Das finale Level, dann haben wir das Spiel zu 100% gelöst. Ach du Kacke. Was?
Okay, dann machen wir es geschmeidiger. Ja, okay. Und Vollgas! Wow! Das war ein weihnachtlicher Sprung, mein Freund. Ich muss mir auch mal angewöhnen, einfach mal vom Gas runterzugehen. Manchmal muss man auch einfach loslassen. Wie in diesem Fall. Das wäre da echt vorteilhaft. Okay, und spring! Okay, jetzt ganz langsam geschmeidig, ein bisschen Anlauf nehmen. Hier und dann, los geht's. Wow! Alter, der ist zu schnell unterwegs. Seht ihr, wie sich die Front in die Lüfte erhebt? Das bedeutet, Santa ist richtig schnell unterwegs hier. Das ist in dem Fall nicht unbedingt optimal. Doch, das ist optimal. Das ist ein fucking Schneemobil-Santa. Der muss so schnell sein. Er muss die Schallmauer durchbrechen. Yes! 49 von 49 Geschenken. Ha! Und damit würde ich sagen, habe ich Weihnachten für dieses Jahr gerettet. Mit dem Christmas Ride 2. Das reicht mir für dieses Jahr. Für heute. Gute Nacht.